Leute. Also komm. Auf. Ja, ist noch gegen. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, Olbo Truck Simulator. Warum steht hier eine andere Uhrzeit? Ist auch egal. Wir wollen heute wir wollen heute leere Paletten nach Zürich liefern. Genau. Ich würde sagen, wir nehmen das auch immer an. Also, es sind jetzt. Wartet, Leute. Sorry. Es sind jetzt nicht so lange Strecken tatsächlich. Ja. Warte, wollte ich jetzt leere Paletten? Ah, nee. Genau, ich wollte Betonbodenplatten bringen. Also nicht nach Zürich. Ich habe mich gerade irgendwie hier vertan. Leute, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall fahren wir von Rostock nach Stettin, um Bodenplatten zu liefern. Ich sag immer Bodenpaletten, aber keine Paletten. Leute. Voll vergessen, dass ich noch den Sound hier voll laut hab. So. Okay, jetzt müsste es aber passen. Okay, wir fahren los. So. Dann fahren wir los, würde ich sagen. So, ich muss Licht anmachen. 1, 2, 3. So. Let's go. Nach links. Okay. Biege nach links ab. Ah, das machen wir. Oh, nicht an die Wand kommen. Auflegerschaden. Perfekt. Direkt 1% Schaden. Warum nicht? Leute, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz hier was einstellen. So, jetzt. Jetzt können wir richtig fahren. 50 km/h dürfen wir fahren. Ey, dieses Handy, Leute. Ich stelle das gleich auf Stumm. Ja, ist gerade rot. Geht schlecht. So. Dann warten wir mal. Oh, es ist grün. Perfekt. So. Fahren wir los. Okay. Ich war noch nie in Rostock tatsächlich. Ja. Wobei wir ja jetzt gerade, wie ihr hier sehen könnt, rechts aus Rostock rausfahren. So, jetzt sind wir nicht mehr in Rostock, jetzt sind wir auf irgendeiner Autobahn. Also es ist keine Autobahn, es ist so eine Schnellstraße wahrscheinlich. So. Boah. So. 186 Kilometer, 70 km/h. Let's go. Haben wir fast. Eins. So, hier dürfen wir so schnell fahren, wie wir wollen eigentlich. Aber hier steht irgendwie 60. Keine Ahnung warum. Oh. Da war, fahre ich denn 100 km/h? Scheint ist dieser LKW sehr schnell. So. Zack. Oh, die Polizei, ja, die hat es nicht gesehen. Also ich fahre hier gar nicht, 40 km/h zu schnell. Nein, nein, nein. Boah, wir fahren ja schon 50 km/h zu schnell. Okay, hier ist eine Kurve. Let's go! Moinsen! Tankstelle kurz begrüßt, weil da niemand ist. Leider. So, oh, jetzt müssen wir aber langsam fahren. Sonst knallen wir hier noch irgendwo an der Seite gegen. Können trotzdem Gas geben. So. Schaffen wir. Wir sind der weltbeste LKW-Fahrer. Also Leute, an der LKW-Firma. Wenn ihr einen LKW-Fahrer braucht, meldet euch. Ich wäre bereit, LKW zu fahren. Ja,
Jetzt fahren wir hier natürlich mit 35 km/h lang, weil wir sonst irgendwo gegenknallen würden. Und jetzt gebe ich halt wieder Gas, ne? Damit wir nicht Unfälle bauen. Und der Stau hinter mir ist auch gewollt, damit die anderen Autofahrer auch keine Unfälle bauen. Weil sonst ist es halt scheiße. Dann ist ja ein Einsatz. So. Perfekt. Daher, dass ich gerade im 10. Gang bin, gibt dieser LKW nicht sehr viel Gas, sondern irgendwann. So, jetzt gibt er Gas, weil ich kurz im 11. Gang gewechselt habe. So. Jetzt dürfen die Autofahrer auch überholen, was sie wahrscheinlich sehr bedingt tun werden. Oder wie auch immer man das nennt. So, dann fahren wir hier einfach mal geradeaus weiter. In der Hoffnung, dass hier gleich keine Kurve kommt. Aber ich bin immer noch so müde. Ja, und jetzt versuchen die Ersten hier zu überholen, aber damit auch kein Unfall passiert, fahre ich ihnen extra entgegen und fahre fast in einen Bus rein. Aber durch meine Reflex passiert sowas nicht. Genau. Wir fahren 112 km/h und da vorne kommt wieder ein LKW. Und das Spiel speichert erstmal. Perfekt. Wenn ich jetzt einen Unfall baue, dann hat er das gespeichert. So. Boah. Sehr knapp immer. Okay, jetzt muss ich kurz ein bisschen abbremsen. So. Und so fährt man um die Kurve. So, und falls man keinen Bock hat zu warten, überholt man einfach die anderen Leute hier. In der Hoffnung, dass vorne kein Auto kommt, weil wenn doch, dann bin ich am Arsch. On the ass. Aber es kommt keiner und jetzt habe ich die einfach mit 112 km/h, bzw. 50 km/h, fast 60 km/h zu schnell überholt. So. Jetzt kann man hier ganz normal weiterfahren. So. Jetzt fahre ich hier lang. Perfekt. So. Wir überholen den hier auch. Wir sind eh schneller als manche andere Leute hier. Als ein Autofahrer. Lustig, dass ich echt noch gar keinen Unfall gebaut habe. Oh, da ist der direkt ein Krank. Nee, ist kein Krankenwagen. Was ist denn das? Hier ist eine Baustelle. So. Oh. Auch dieser beste LKW-Fahrer kann Unfällen entkommen, indem man besser fährt. Was soll ich sagen? Oh. Wir haben fast unser Reiseziel auch erreicht. Was heißt Reiseziel? Unser LKW-Lieferant-Dingsbums erreicht. So. Dann fahren wir mal los. Weiter meine ich natürlich. Wir sind ja schon längst losgefahren. Wir haben Samstag, 3 Uhr nachts. Wow. Was machen die Autofahrer hier eigentlich alle um 3 Uhr? Wo fahren die hin? Wollen die jemanden totkitzeln oder was? Moinsen Werner, das ist Jürgen, mein Kollege. Jetzt habe ich 5% Schaden, aber egal. So, wir fahren jetzt hier gleich von der Autobahn, beziehungsweise vom Dings hier auf eine andere Autobahn, glaube ich. So, jetzt müssen wir leider vom Gas runter, weil wir sonst Unfälle bauen. So, ich bin um den ganzen hier schön gut rumgekommen. Und jetzt fahren wir weiter nach unten mit 7 km/h zu schnell. Aber ich gebe auch kein Gas, weil sonst passieren wieder Unfälle. Und die wollen wir ja meiden. So. Und jetzt ab auf diese Straße hier. Denn wir müssen auch gleich wieder abfahren, sehe ich gerade. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier gleich unser Ziel schon erreicht. Perfekt. Waren ein bisschen zu langsam, deswegen gebe ich gerade Gas. Und dieses Auto will mich überholen, aber ich lasse es nicht zu. Und er bleibt damit warm, wenn ich einfach hinten stehe. So. Leute, alles, was ich laber, ne, ist voll die Kacke. Also. Es ist voll die Kacke und ja. Ich erzähle einfach nur Scheiße. Aber wir fahren trotzdem einfach weiter. Geradeaus, in der Hoffnung, dass wir hier gleich keinen treffen, weil ich gerade nicht am Lenkrad bin. Was man natürlich immer macht,
als weltbester LKW-Fahrer. So. Sind wir hier gleich mal da? Würde ich sorgen. So, dann fahren wir hier mal schön langsam mit 100 km/h gegen das Auto fast. Naja, nicht fast, sondern ich bin gegen das Auto geknallt. So, wir überholen hier kurz und fahren auf die rechte Fahrbahn. Weiß leider nicht, was mit diesem Auto dann links im Spiegel passiert ist. Und jetzt bin ich auch schon in Stettin, ohne einen Unfall zu bauen. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich habe keine Unfälle gebaut, die ich ziemlich nice finde. So. Wenn diese Autos jetzt hier noch langsamer fahren, dann fahre ich hier gleich auf den Bürgersteig. Weil das macht man als weltbester LKW-Fahrer auch. Man fährt einfach außen rum, wie ihr hier sehen könnt. Und man kommt schneller ans Ziel. So, jetzt habe ich ihn überholt. Und bin vorne. Und jetzt sind wir hier am scheiß Kreisverkehr und fahren fast in den anderen LKW rein. So, damit wir keinen Unfall bauen, habe ich ihn auch durchgelassen. Aber er lässt mich vor. Danke sehr, Kollege. Ah, jetzt müssen wir ja auch einmal auf die linke Spur, weil wir gleich abbiegen müssen. Da, wo dieses Kackauto blinkt und die Ampel grün geworden ist. So, fahren wir hier einmal nach links. Ja, ja, Navi, ich weiß, was ich hier abbiegen muss. So, und jetzt haben wir unser Ziel auch schon erreicht, wie ihr hier sehen könnt. Ja, das finde ich auch, dass es eine schöne Fahrt war. Machen wir den Motor aus. Und bestätigen das Ganze, dass wir fertig sind, Leute. So, ausgezeichnet, ja. Alles grün, keine Unfälle gebaut. So muss das. Fortfahren. Leute, wenn euch diese kleine, aber feine Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, lasst unten der Videobeschreibung Link. Schaut außerdem auch auf SCNX vorbei, beziehungsweise der Link ist dazu auch in der Videobeschreibung. Das ist ein kleiner, aber feiner Bot. Den ihr komplett manuell und nach beliebigen Dingsbums, ihr wisst, was ich meine, einrichten könnt. Einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Stando. Ciao, ciao.